Liebe Gemeinde, es ist abends um 7. In New York öffnen sich zehntausende Fenster. Menschen in der ganzen Stadt beginnen 2 Minuten lang zu applaudieren. Als Dank an das Pflegepersonal und die Ärzte, die unermüdlich arbeiten in diesen Tagen und Wochen, rund um die Uhr wie Kraftwerke. So ist es täglich in New York und auch in italienischen Städten, in Großbritannien, mancherorts in Deutschland und vermutlich an weiteren Orten dieser Erde. Eine Geste des Danks für alle, die jetzt besonders viel leisten müssen. Pflegekräfte und Ärzte, Postboten und Landwirte wirken wie neue Helden der Gesellschaft. Applaus erschallt für diejenigen, ohne die wir nun verloren wären, die nun endlich gesehen werden. Wir feiern heute Palmsonntag. Jesus zieht in Jerusalem ein. Er erreicht das jüdische Zentrum kurz vor Beginn des höchsten jüdischen Festes, dem Passafest. Die Menschen sehnen sich nach seiner Ankunft, denn sie haben viel Gutes von ihm gehört. Er, der Menschen heilt und Wunder vollbringt. Er, der da kommt im Namen des Herrn, gelobt sei er. Palmzweige nehmen sie zum Empfangen, so erzählt es der Evangelist Johannes. Sie breiten ihre Kleider auf den Weg aus und grüne Zweige, so erzählt es der Evangelist Markus. Sie huldigen den, der da kommt, wie einen König und rufen ihm voll Begeisterung zu: Hosianna. Nur wenige Tage später, so erzählt es Markus, ist die Stimmung gekippt. Die Hohepriester und Pharisäer, die Hüter des jüdischen Gesetzes und der religiösen Ordnung, haben Angst vor Jesus. Er bringt die Unordnung. Er bringt die Ordnung durcheinander. Sie planen, ihn zu töten. Es ist gefährlich für Jesus in Jerusalem. In der Stadt, in der er mit Jubelrufen begrüßt wurde, wird er bald sterben. Sowohl die Mächtigen richten sich gegen ihn, als auch die Menge, deren Hosianna zum Kreuzige ihn wird. Menschenherzen, deren Begeisterung exponentiell ansteigt und ebenso schnell wieder in den Keller fällt. Eben noch überzeugt von ihrem Helden, dann wollen sie nichts mehr von ihm wissen. Die Szene, die wir zur Lesung gelesen haben, geschieht in der Erzählweise des Evangelisten Markus dazwischen und nahe Jerusalem in einem Haus in Bethanien. Eine Frau zieht Öl aus ihrer Tasche und gießt es auf Jesu Haupt. Sie salbt ihn zu seinem Begräbnis. In der jüdischen Frömmigkeit ist das ein besonderer Liebesdienst. Sie nimmt unbewusst die Salbung Jesu vorweg, die nach seinem Tod an dem Auferstandenen nicht mehr vollzogen werden kann. Die Frau ist mutig und stößt auf Unverständnis einiger Anwesenden. Sie hat getan, was sie konnte, sind Jesu beschwichtigenden Worte. Jesus bleibt der Frau nahe. Sie hat ihn zur richtigen Zeit mit den richtigen Mitteln geehrt. Mich erinnert dies auch an den Satz: Besondere Zeiten brauchen besondere Handlungen. Er fällt häufig in den Tagen von Corona. Dass Menschen auf der ganzen Welt zu einer bestimmten Uhrzeit am Tag ihre Fenster öffnen und für andere applaudieren, das ist eine besondere Handlung in einer besonderen Zeit. Sie berührt mich und ich wünsche mir, dass sie Spuren in unseren Herzen hinterlässt, in unserem Denken und Handeln. Denn auch unsere Menschenherzen können sich schnell begeistern lassen von etwas und dann wieder erkalten. Sind wir davor gefeit, kein Kreuzige oder Vergesst sie zu rufen, wenn Corona vorbei ist und Pflegekräfte und Ärzte, Kassierer und Müllmänner, Postboten, ja Menschen in systemrelevanten Berufen, wie es zurzeit heißt, wieder aus unserem Blickfeld rutschen? All diejenigen, denen wir nun aktiv oder gedanklich danken, die Heldinnen und Helden der Corona-Zeit, sie können schnell in Vergessenheit geraten. So erging es Jesus damals. Er wurde nur kurz als König bejubelt von der Mehrheit der Gesellschaft. Einige wenige blieben überzeugt von seiner Botschaft und erwiesen ihm nach seinem Tod weiter ihre Liebe. Ich wünsche mir, dass wir all diejenigen, die in diesen Tagen so unendlich wertvolle Dienste an der weltweiten Menschheit tun, nach Corona nicht vergessen und sie wertschätzen lernen. Die Pflegekräfte und Postboten, Ärztinnen und Landwirte, Müllmänner und Hilfsarbeiterinnen, alle, deren Dienste lebensnotwendig und häufig unbeachtet sind.
Ihr Öl ist die Liebe des täglichen Dienens. Dieses Öl ist kostbar, denn es bleibt viel zu häufig un- oder unterbezahlt in unserer vom Mammon dominierten Gesellschaft. Ich stelle mir vor, wie der Duft des Nardenöls den ganzen Raum erfüllte damals in Bethanien. Den Raum, in dem Simon sitzt, der weiß, was Krankheit bedeutet. Den Raum, in dem Jesus mittendrin ist und von seinem Tod Kunde gibt. Krankheit, Leid und Tod sind eingehüllt in dem Raum, erfüllt durch den wohlriechenden Duft, der Gott gefällt. Evangelium ist geschehen. Wie riecht das Öl, mit dem Sie Gott ehren und den Menschen dienen in Ihrem Leben? Darüber nachzudenken in der kommenden Woche und Jesu Weg ans Kreuz zu bedenken, möge ihn und uns heiligen. Evangelium geschieht auch oder gerade in Zeiten von Corona. Es geschieht im Kleinen, im Dienst an den Kranken, am Telefon, im Lächeln der Zuwendung, in der Versöhnung mit meinem Nächsten. Es geschieht, wo ich den anderen sehe und wahrnehme und ihn wertschätze. Richten wir unseren Blick in der anstehenden Heiligen Woche auf Jesus und diejenigen, deren Leid er mitträgt, und ehren ihn und sie alle zur rechten Zeit mit den rechten Mitteln. Dann kann Ostern kommen und das Evangelium geschieht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.